Namaste, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Das große Thema Macht und Ohnmacht wird uns jetzt begleiten. Von der Ohnmacht in die Macht. Das bedeutet, dass jeder beginnt, sich selbst zu ermächtigen, seine Potenziale, seine Kraft, seine Lebenskraft, seine Ziele, seine Visionen, seine Werte, das gesamte Ich Bin, alles aus der höchsten, reinsten, göttlichen Schöpferebene, dieses Wesen, das wir eigentlich sind. Und nicht nur eigentlich, es ist das Ich Bin. Und um dort hinzukommen, ist es wichtig, seine Programme zu verändern, zu löschen, zu reprogrammieren, innere Verhaltensmuster, innere Einstellungen, innere unbewusste Identifikationen zu erkennen, anzunehmen, zu verändern, zu löschen, neu auszurichten. Das geht, indem du dich ermächtigst und deine ganze Macht, deine innere Macht, deine innere Ausrichtung auf das göttliche Licht und die göttliche Liebe wieder annimmst. Und das ist ein Prozess, durch den wir gehen. Wir laufen Schritt für Schritt durch die einzelnen Schichten unseres Unterbewusstseins und räumen es im wahrsten Sinne des Wortes Schritt für Schritt auf. Wir transformieren Schritt für Schritt. Wir schälen sozusagen die Zwiebel, bis wir an diesen kristallinen Kern kommen, in unserem tiefsten Sein, unserem Selbst, unserem reinen göttlichen Selbst. Und ich habe das viel und oft praktiziert und es ist wichtig, immer wieder, wenn wir spüren, dass wir in den Mangel kommen oder dass wir in Zweifel kommen oder in eventuelle Ängste oder dass irgendetwas sich zeigt, was nicht mehr der höchsten göttlichen Ausrichtung entspricht, deinem wahren Wesen, der, die du wirklich bist, dann ermächtige dich. Und so möchte ich gerne eine Ermächtigung weitergeben. Wieder aus dem Lichtwelt Verlag vom 20.09.2020. Und ich mache das wirklich so, dass ich mich hinstelle in meinen Space, in meinen Raum, ja, mich wirklich verbinde von oben nach unten zum höchsten Schöpferbewusstsein und tief in die Erde. Ich verbinde mit meiner Seele, mit meinem Ich Bin, mit meinem göttlichen Selbst und meinem gesamten Lichtteam, ja, und das laut spreche. Und das möchte ich gerne jetzt hier weitergeben und dir vorlesen. Ermächtigung. Durch die Gnade Gottes, durch Gottes Gnade bin ich geheilt, bin ich vollkommen, bin ich ihm gleich. Durch Gottes Liebe bin ich glückselig, bin ich erfüllt, bin ich sein Ebenbild. Durch Gottes Gnade bin ich das Licht, bin ich die Liebe, bin ich der Ich Bin. Mir ist gegeben, mir ist gewährt, mir ist gestattet,
alles in mein Leben zu bringen, was mir dient, um das Licht zu sein, das ich bin. Alles in meine Gegenwart zu ziehen, was mich teilhaben lässt an den Ereignissen, die nun bevorstehen. Alles Wirklichkeit werden zu lassen, was aus meinen Verträgen hervorgeht. Mir ist gegeben, um Erleuchtung, Glückseligkeit und Liebe zu erlangen. Gott ist mein Vater, Gott ist meine Mutter, Gott ist alles, was ich bin. So sei es. Und ein Zitat von Sananda. Und es kommen Engel und Fürsten, Throne und Cherubine, Geheiligte und Erleuchtete, die euch begleiten, und deren Zahl ist groß, unermesslich groß. Denn euch soll alles gegeben sein. Sananda. Namaste.